Sonja und die Isi und ich spielen heute mal wieder Fashion Famous, hier. Und wir kleiden uns als... Oh Gott, ich kann noch laufen. Okay, ich dachte gerade, mein Spiel ist gegangen. Es ist noch Intermission, aber wir verkleiden uns gleich als K-Pop-Idols. Was machen wir? Als K-Pop-Idols verkleiden wir uns. Als Easy-Cheesy-Fans. Ja, als genau. Als Easy-Cheesy-Fans. Wo ist der Mondstein? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. K-Pop-Idol. K-Pop-Idol. Ja, was mache ich darum, ja? Kannst du mir das mal erklären? Bist du kein K-Pop-Superfan? Ja. Nee, so ganz. Okay. Dann bist du natürlich... Gehen. Einer schreibt hier Lady Gaga. Okay. Das ist nicht K-Pop, also, oder? Tatsächlich ist Lady Gaga kein K-Pop-Idol. Aber gut, kann man jetzt so und so sehen. Es geht los! Also, die haben meistens irgendwie wilde Outfits an, die sehr out there sind. Ich habe das Gefühl, oft glitzerig. Oder... Also es kommt auf jeden Fall so ein bisschen drauf an. Ich hole mir jetzt erstmal hübsche lange Haare, weil die haben gefühlt immer hübsche lange Haare. Und wahrscheinlich hole ich mir schwarze oder dunkelbraune auf jeden Fall. Dann komme ich schon mal in die Richtung. Ich glaube, ich habe einen anderen Plan, was das alles ist. Ja. Okay, ich sag, das sind schon mal keine schlechten. Oh mein Gott, ist ein sehr aktiver Chat heute hier. Was ist denn hier ein schönes Gesicht? Ich sag, das ist ein schönes Gesicht. Sieht aber böse aus. Das ist ein schönes Gesicht, das nehme ich. Hier sonst wirkt nichts besonders K-Pop-idolig. Warte, das ist wirklich ein Thema, das du hier heute ausgesucht hast? I don't know. Denkst du nicht? Denkst du nicht, du findest da was? Ich sag, guck mal, da findet man sicher was. Die haben doch super viele wilde Outfits, oder? Ja, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht, denn du bist nicht in der Szene drin. Okay, aber ich als Person, die in der Szene drin ist, ja? Sag, okay. Ich hab das. Das sollte kein Problem darstellen. Kriegst du es hin, ja? Ich krieg das hin. Ich weiß noch nicht, für wen ich gehe. Ich hab... Das Ding ist, ich gucke super gerne die Musikvideos, weißt du, weil die richtig hübsch und ästhetisch ansprechend sind. Okay. Und die haben immer so richtig hübsche Shots und die haben auch richtig hübsche Outfits. Deswegen habe ich gedacht, boah, das ist sicher ein easy Thema für mich. Aber wie sich herausstellt, haben sie tatsächlich... Kein Thema für easy. Keine Klamotten hier, die man sonst so sieht. Also... Ich habe gedacht, falls ich irgendwo ein Bühnenoutfit sehe oder sowas, dann schnappe ich mir das einfach und schwuppdiwupp habe ich das. Oft haben die kurze Hosen an. Oder kurze Röcke. Die haben gefühlt immer viel freies Bein. So viel kann ich dir sagen. Aber weißt so viel. Das Ding ist, ich glaube, die Leute, die können das Thema ohnehin nicht so gut. Und von daher ist es egal, was ich mache. Solange ich das mit Überzeugung tue. Okay, das kann sein. Vielleicht ist es hier das Play. Guck mal, ob ich hier bessere Outfits finde. Nichts davon schreit K-Pop-Idol. Außer natürlich... Keins davon verstehe. Ich sag, ich bin gar nicht so unzufrieden mit dem, den ich habe. Ich sehe aber noch sehr lame aus. Ich bräuchte noch irgendwie Accessoires, ein Glitzer und eine Handtasche. Was auf jeden Fall nicht gut ist, sind Flügel, denn K-Pop-Idols haben keine Flügel. So viel kann ich dir sagen. Hat da sich jemand Flügel gemacht, oder was? Nee, ich sag nur... Wir haben nur eine Minute Zeit. Oh, warte, vielleicht... Die haben oft so cutesy Stuff. Vielleicht ist das hier das Play für mich. Oder irgendwie eine coole Kopfbedeckung? Nee, das hier nicht. Das sieht furchtbar aus. Nein, hier fliegt was rum. Oh Gott. Hier hat jemand das Ding kaputt gemacht. Okay, die Krone holt mich ab. Vielleicht holt mich die Krone doch nicht ab. Oh Gott, ist richtig stressig hier. Oh, das sieht süß aus. Sekunden. Das sieht süß aus. Dann mache ich das in schwarz. Und dann hole ich mir doch noch die Krone. Zack. 29 Sekunden. Jetzt brauche ich noch eine Handtasche oder irgendwas anderes, was man auf der Bühne nehmen würde. Vielleicht finde ich ein Mikrofon. Gibt es hier Mikrofone? Weißt du das zufällig, was? Nee, ich glaube, es gibt keine. Keine? Okay, was ist Ronja, das hier? Picknickkorb? Gitarre. Ready. Gitarre. Gitarre ist vielleicht nicht schlecht. Tuba ist eher schlecht. Oder vielleicht den Regen. Hier, den Luftballon. Krieg ich den? Nein. Haben die Sonnenbrillen auf? Manchmal, ja. Manchmal. Naja, ich weiß nicht. Ich mach's ohne. Okay, ich bin ready. Okay. Wie ist das bei dir? Ich bin höchst zufrieden. Sau zufrieden. Okay. Winter Wunderland. Ich denke. Okay, das Ding ist. Das ist halt ein sehr. Offen für interpretationsweises Thema. Das heißt, ich lasse wahrscheinlich viel hier durchgehen. Ich sag, solange die Leute reasonably aussehen, als hätten sie schon mal auf einer Bühne gestanden, dann gebe ich hier gute Punkte.
hier, Gitarre gefällt mir, bunte Haare gefällt mir, gutes Outfit, gutes Thema getroffen. Richtig gut. Honestly, das sind 5 Sterne für mich. Weißt du was? Ich bin gnädig. Das ist Glitzer an den Arm, das ist eine Gitarre in der Hand, das sind die pinken Haare, die haben die oft tipptopp. Der nächste, hier, Paola, schwarze Haare, das ist gut, denn oft sind es Asiaten, auch bekannt als immer, weil es ein Koreaner. Leider keine Accessoires, das heißt nur 4 Sterne. Ich geb jetzt hier sehr kategorisch meine Sterne durch. XX Lavender ZXX. Das ist die mit... Was? Boy! Du bist ein Elefant! Robux, schreibt sie einfach im Chat. Sie will gevotet werden für Robux. Wieso will sie gevotet werden für Robux? Weil sie ähnlich ist. Sie gibt mir, guck mal, was ich hier für ein schönes Outfit gezaubert habe. Das sieht aber wunderschön aus. Sie lügt die Leute an. Sie sagt denen, sie kriegen Robux, wenn sie für sie voten. Schöne Haare. Oh, du siehst voll hübsch aus. Das ist voll cool, gell? Der Ballon ist okay. Der Ballon? Ja. Ich sag, die Gitarre wäre besser gewesen. Ich habe dann nochmal gewechselt auf den Ballon, weil ich gedacht habe, man hat vielleicht Accessoires. Okay. Auch nicht schlecht, auch eine Gitarre. Ein bisschen was fehlt mir. Vielleicht irgendwie noch ein Haar-Accessoire. Deswegen sind es nur 4 Sterne von mir. Oder eine Sonnenbrille oder irgendwie, weißt du, noch ein cooles am Kopf. Hm. Oh, da ist alles Käse. Alles Käse. Wow. Alles Käse sieht cool aus, auch mit dem kleinen Kuscheltier hinterher. Ich danke. Gefällt mir, ich gefällt danke. Mir, gefällt mir. Honestly? Okay. Macht gut. Sehr bunt, oder? Sehr bunt, aber passt irgendwie zusammen. Ich habe dir 5 Sterne gegeben, es hat mich sehr abgeholt. Okay. Honestly, die hat es verdient. Auch wenn ihre Arme fliegen. Was ein bisschen irritierend ist. Aber ich meine, man kann nicht immer gewinnen. Ich bin 4. Ich habe quasi genauso viele wie die zweite und der dritte. Eigentlich bin ich 2. Sehr gut. Ja. Ich auch. Es haben auch nur 4 Leute mitgemacht. Aber gut, das war's mit dieser Runde Fashion Famous. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut auch gerne bei der Easy vorbei. Da haben wir nämlich auch gerade Fashion Famous Folgen gedreht. Yeah. Und die könnt ihr euch gerne angucken, weil die sind auch sehr witzig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.